Okay, Leute, so viel dazu. Verzeihung. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Jo, das passiert also, wenn man das Kazoo verkackt und gleichzeitig kusten muss. Na gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns den letzten CW an. Ach ja, übrigens, ich habe hier noch eine kleine Taktik ausprobiert. Nämlich nur eine neue Web-Version. Und jetzt ist mal Zeit, sie uns anzugucken. Ja, hat eigentlich recht gut funktioniert. Und hat recht gut Loot gegeben und so weiter halt. Bevor ich den CW präsentiere, möchte ich es noch zeigen, weil ja, ihr habt letztens ja schon mein Donnerkeil gesehen und ihr seht auch hier immer wieder mein Go-Wipe. Ja. Ah ja, dieses Mal werde ich auch mal meinen Gork versuchen. Ich mache die Taktiken immer selbst und ich denke hier, diese Web-Version hat eigentlich recht gut funktioniert. Gut, das ist ein TA 8,5, wie der Nelson das passend gesagt hat. Und ja, hier ist der Nelson übrigens nochmal, für die, die ihn nicht kennen. Und ich würde mal sagen, mal sehen, wie es bei einem TH 8,99 oder bei einem TH 9er funktioniert. Aber gut, wir gucken uns dann den letzten CW an. Ach ja, 4 Siege noch. Dann haben wir endlich die Niederlagen ausgeglichen, die wir uns geholt haben, während ich mit dem Emerald-Account in der CM war. Ah gut, dann gucken wir mal hier. 28, leider nicht die gewohnten 29 zu 25. Ach ja, diesen CW kann ich übrigens mal Burg ausprobieren, wie ich schon gesagt habe. Da könnten wir eventuell mal endlich den 30 schaffen. 30 Sterne, aber gut. Gucken wir mal hier. Da hat... Ach ja, genau. Ich nur 66% bekommen. Obwohl ich Space und diese eigentlich schon öfters gefreestart habe. Aber das ist kein Problem für mich. Yeah. Hast du überhaupt nicht der Musik, die er gerade hört? Ich glaube, ich habe jetzt den Hard Age Remix von T-Rex reingeschnitten, oder? Muss ich mal gucken. Ich schneide die Musik noch im Nachhinein rein. Oh, das hat sich gereimt. Ja, das war ein trauriger Angriff. Ja gut, aber hätte ich hier die 4 Erdbeben dabei, die kann ich halt nicht mitnehmen, weil meine Zauberfabrik noch ab für einen Tag. Dann hätte ich ein easy 3-Start. Also ich denke, die 66% der Two-Star sind für den Handicap, den ich habe, recht gut. Oh, Fail. So, Clan, Kriegslog und Spam Tails. So, das will ich wirklich hier so. Jetzt Frankies Angriff, der hat 88% geschafft, ja. Der hat zwar nicht so den Gegner gehabt, der wäre eigentlich locker 3-Star und sollte ein locker 3-Star sein für jemanden wie ihn. Aber es hat funktioniert. Wir haben jetzt CW gewonnen. Ja, ich habe keinen Grund zu meckern. Ich bin im vollsten Maße zufrieden mit allem, was wir in letzter Zeit hinbekommen. Mein Clan, die Wunderkinder. Bam, dieses Lied macht keinen Sinn. Und die Lyrics sind scheiße. So. Und ich passt gerade gar nicht zur Melodie. Und habt das gehört? Irgendwann werde ich in die Charts kommen. Hätte er sich etwas später hier gezündet, da hat er eventuell noch einen Freestyle geschafft. Okay, doch nicht. So, und weiter zum nächsten Angriff. Ah, ich hoffe, er koche. Mhm. So. Da. Ja, das wurde mal wieder ein easy Freestyle. Ja gut, wer toll, wenn nicht, ist halt ein T8er. Aber ich hatte den Handicap. Aber ich hatte dafür... Zeug. Zeug. Das ist das Wichtigste beim Angriff. Das ist auch vor allem das Wichtige. Also man kann keinen Angriff gewinnen. Man gewinnt auch nie einen Angriff. Aber man gewinnt immer einen Angriff, wenn man Zeug dabei hat. Ohne Zeug läuft hier gar nichts. Ohne Zeug würde ich wahrscheinlich überhaupt keinen einzigen Stern bekommen. 0% ohne das Zeug. Na gut. Da, hier hat der U-Gamer auch gezeigt, dass es wirklich kapiert hat. Denn der U-Gamer, liebe Leute, der hat Zeug mitgenommen. Erdbebenzauber und Zeug. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man wirklich nicht. Ja, der U-Gamer ist auch gut. Trotz der Ranküberflutung, glaube ich, bekommt er auch irgendwann mal Ältester. Der ist nett, der ist höflich, der ist sehr hilfsbereit vor allem. Und jo, selbst wenn nicht, dann bekommt er auf jeden Fall recht bald den Heldenrang. Wenn seine Leistungen so bleiben wie jetzt, das ist der erste CW, in dem er dabei war. Weil ich glaube, mit dem U-Gamer haben wir uns eventuell sogar einen Kandidaten für den nächsten, Besserrang nochmal. Genau, für den nächsten MVP-Rang damit eingeholt. Bei
Ja, MVP ist ja eigentlich der Hauptmann der der Heldenbrand. Ich glaube. Ja gut, ich glaube, der Dennis wird der einzige bleiben mit MVP. Außer ich stecke gerade hier hin. Das kann ich mit Dennis nicht antun. So, ich glaube, wir mal wird entweder vorerst mit dem Heldenrang zufrieden sein müssen, oder ich muss noch irgendeinen Rang erfinden, der über MVP steht. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. So. Gut, wird aber ziemliches Wettrennen. Leistungen, die waren jetzt, nachdem er zum MVP befördert wurde, eigentlich nicht so wirklich fein. Aber der hat halt auch keine CB-Truppen mitgenommen. Das muss ich ihm auch noch angewöhnen. Er hat mir mal per TS erzählt, ja, Emerald, ich schäme mich irgendwie immer CB-Truppen anfragen zu müssen. Das kann ich einfach nicht. Und deshalb nimmt auch keine mit. So einfach geht's halt. Hatte mich schon mit überzeugt. Wir haben einen Angriff auf dieselbe Nummer. Diesmal kannte ich leider keine höheren Flexion. Ach nee, diesmal habe ich einen höheren geflext. Aber leider habe ich auf den anderen nur ein Two-Stamp bekommen. Ja gut, ich muss halt die Ox noch etwas upen. Habe ich aber bald. Ich habe halt das Zeug fürs Upgrade zusammen noch. 10.000 Delex. 10.000 Delex. Ah, ich muss noch mein Delex-Lager upen. Habe ich aber auch bald. Ja, mal sehen. Das war hier natürlich für den Nelson eine ganz harte Nummer. Also, sonst hätte sie wirklich auch niemand geschafft. Das ist wirklich etwas, das kann nur der Nelson. Das ist aber auch eine ziemlich krasse Base. Also, ich glaube, da wäre ich selbst mit meinem Go-Wipe dran gescheitert. Oder mit meinem Wipe auch. So eine Base. Dafür haben wir den Nelson. Na gut. Hat Nelson auf jeden Fall gut hinbekommen. Wer lässt solche Leute eigentlich in den CB? Und das war jetzt nicht an den Nelson gerechnet, sondern sein Gegner. So, dann gucken wir noch den... Oh, Assassino. Ein Attentatino. Yeah. Ich weiß nicht. Was wäre für den... Nelson, sag mal nachher später, sobald du das Video gesehen hast. Was war für dich härter? Der Typ, der nur mal höher war und eine Kackbase hatte, oder der hier? Das würde mich mal immer wieder interessieren. Ja. Irgendwann wird noch die Zeit kommen, da wird der Nelson richtig Gegner kaputt machen. Da wird er seine Herausforderung haben und den Freestyle bekommen. Nicht locker easy, sondern hart. Und da werde ich sagen können, Nelson, das war ein richtig epischer Angriff. Ja gut, war letztens eigentlich schon soweit. Da hatte er, da hat er wirklich einen T8er getoastert mit seiner, Draug-Version. Und das hat mich richtig stolz gemacht. Nelson... Ah ja, stimmt, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Der Nelson ist ja mittlerweile auch auf dem Heldenrang. Damit wäre er, wenn man jetzt den Dennis ausnimmt, der jetzt mittlerweile MVP ist, der vierte. Nee, der dritte, der den Heldenrang bekommen hatte. Ja gut, der vierte, wenn man Dennis noch mitzählt. Der war ja zwischendurch auch noch Held. Muss er werden, um überhaupt MVP zu werden. Ah ja, leider. Jo. Und Nelson, der ist auch richtig gut. Der bekommt auch dort wirklich 3 Stars bei Leuten auf eigen TA. Und ich bin mir sicher, wenn ich noch etwas bei TA 8 üben lasse, wird es da bald auch richtig knistern. Der ist so richtig mal TA wächst. Ich glaube, sobald er wirklich sein Draug TA 7 wächst hat, wird es abgehen mit ihm. Naja, Nelson, bin mal gespannt, was du mir in der Zukunft noch so bringst. Ich brauche mal neue kompetente Member. Es kommt irgendwie nicht so glaubhaft rüber, wenn ich hier jedes Video nur den Nelson lobe. Naja, Nelson hat sich aber verdient. Das kann ich direkt auch sagen. Und bin dich wieder am Loben. Brauche mehr und neue kompetente Bamber, komm, er ist langweilig, wenn ich jede Episode nur dich lobe. So. Schade, ein X mit 3D passt nicht rein, aber es funktioniert auch so ganz fein. Oh, das hat sich gereimt. Guck, wie weit sind die schon die Truppen? Ja, schade, sonst hätte ich jetzt noch so allein ein. Angriff aufgenommen, aber es geht es nicht. Also Leute, wir sehen uns dann nächste Episode wieder. Morgen wahrscheinlich bei Offbound.